Naja. Konsumterror. Mein Mobiltelefon klingelt. Es weckt mich aus Träumen, die zwar wirr und voller negativer Erlebnisse waren, aber wahrscheinlich immer noch interessanter und angenehmer als der Tag, der mir nun bevorsteht. Voller Hass auf die Person, die mich an der blutigen Schlinge des Alltags zurück in die Welt des Schmerzes gezogen hat, gehe ich ran, weil ich zu müde bin, um es nicht zu tun. Es ist gar keine Person, die mich geweckt hat. Es ist mein Handyanbieter, der einen armen, fast arbeitslosen Menschen zwingt, mir folgende Frage zu stellen. Brauchen Sie einen Anwalt? Tja, überlege ich, brauche ich einen Anwalt? Brauche ich vielleicht einen, wenn ich auf diese Frage reagiere, wie ich es gerne würde? Was soll das eigentlich? Wird man mir beim Bäcker heute anstelle von Brötchen einen Gebrauchtwagen anbieten? Mein Handyanbieter fragt, ob ich einen Anwalt brauche. Sinn macht das schon. Ich könnte mit Hilfe des Anwalts versuchen, meinen Handyanbieter zu verklagen, weil er mich mit diesen Anrufen nervt. Das ist also so ähnlich, wie wenn man zur Bank geht und jemand einem am Eingang freundlich lächelnd eine Pistole und eine Strumpfmaske in die Hand drückt. Wollen Sie weitere Informationen? Fragt er. Ich sage, was in der Sprache des Callcenters wohl Ja bedeutet, so wie alle anderen Wörter auch, denn das menschliche Tonband beginnt ein Redeschwall, der in Geschwindigkeit und Monotonie auch von einem Maschinengewehr nicht übertroffen werden könnte. Ich warte geduldig 10 Minuten, bis er fertig ist und sage das, was ich immer sage, nein, danke, und lege auf. Ich habe mal gehört, es gibt Menschen, deren Tag mit einem Kuss und einem Frühstück beginnt, meiner beginnt mit diesem Anruf. Ich suche Zerstreuung und setze mich vor den Fernseher. Ein hyperaktiver Blondschopf, der so aussieht, als wäre er geliftet worden, lange bevor er das nötig hatte, deklamiert in einem Ton, der irgendwo zwischen Kasernenhof und Aerobic-Training liegt, dass es unglaublich einfach sei zu gewinnen und warum in aller Welt jetzt niemand anruft. Ganz einfach, denke ich. Ich werde ja dauernd schon von Leuten wie ihm angerufen. Ein Programm weiter preist jemand Messer an. Ja, Messer, mit denen man, oh Wunder, schneiden kann. Ja, schneiden. Und sogar mehrere verschiedene Dinge. Käse, Fleisch, ja sogar Gemüse. Ich überlege, eines von den Messern zu bestellen und damit einen blutigen Amoklauf zu starten. Dann werden die Messer vielleicht verboten und die Firma geht pleite. Mit den amoklaufenden Schülern und Counter-Strike hätte das ja auch fast geklappt. Ja, es wird Zeit, meine Haltung als passiver Konsument aufzugeben. Sollte ich nicht der königliche Kunde sein, der die ausgefallensten Wünsche hat, anstatt mir von modernen Arbeitssklaven irgendwelche irrsinnigen Vorschläge unterbreiten zu lassen? Der Tag der Rache ist gekommen, denn Rache ist süßer als jede Fitness-Schokolade, mit der man zwar nicht abnimmt, aber laut der Werbung in eine so positive Stimmung versetzt wird, dass man den ganzen Tag im Viereck hüpft, wie ein Schulkind im Ritalin-Entzug. Ja, jetzt ist Schluss mit dem höflichen Konsum. Ab heute werde ich zum quengelnden Quälgeist, neben dem jeder allürenbehaftete Superstar sich ausnimmt, wie eine nervig sirrende Stechmücke neben einer mutierten Hirnhautentzündung übertragenen Zecke, die eine Bohrmaschine dabei hat. Ich stapfe zum Supermarkt, wo ich mir erst einmal so viele kleine Münzen wie irgend möglich in einen Euro für den Wagen wechseln lasse. Ich fluche ein bisschen, weil ich aus Versehen einen guten Morgen gewünscht habe. Dann bitte ich jemanden, die Lichtschranke am Eingang auszumachen, weil ich glaube, dass man davon mindestens so viel Krebs bekommt wie von Handystrahlen. Ich warte schon darauf, dass mir irgendjemand mit einem Kommentar entgegentritt, der vermuten ließe, dass er mich für nicht ganz dicht hält, nur um mich dann lauthals zu beschweren, dass es in dem Scheißladen keine Psychopharmaka gibt. Aber zunächst bleibt alles ruhig. Visionen des Triumphes vor Augen, in denen der Filialleiter unter Tränen vor mir zusammenbricht, während mich ein Security-Mann zitternd zum Ausgang begleitet, stolziere ich in die Obst- und Gemüseabteilung, wo ich ein paar Kartoffeln einpacke. 10 Stück. Jede einzeln liebevoll in einen Plastikbeutel verpackt und einzeln abgewogen. Das wird ein Spaß nach einer Kasse. Dann nehme ich noch eine Tomate mit. Die wiege ich aber nicht. Da kann mich ja dann nachher die Kassiererin dran erinnern. Noch
läuft mir kein tuschelndes Grüppchen ratloser Supermarktangestellter hinterher, aber das, ja, das wird sich ändern. Leider hört mich niemand, als ich laut als Fluchen nach den einzelnen abgepackten Reiskörnern suche. Egal, die Fleischabteilung ist immer gut für Skandale. Ich frage die Frau hinter der Wursttheke, ob ich bei ihnen selber schlachten darf. Aber sie antwortet nur müde, ach, wissen Sie, morgen kommt der Wirtschaftskontrolldienst, da wird hier sowieso erstmal zugemacht. Niemand scheint sich sonderlich für mich zu interessieren. Verzweifelt leere ich eine Tiefkühltruhe, um an die unterste und damit frischeste aller Tiefkühlpizzen ranzukommen. So langsam lässt mich meine Fantasie im Stich. In der Getränkeabteilung laufe ich noch einmal zu Hochform auf und frage nach dem Kunstblut aus Terminator 2 oder Bambi. Aber als ich dann eine Bio-Zahnpasta suche und tatsächlich eine finde, glaube ich nicht mehr wirklich an mein Vorhaben. An der Kasse zieht die Kassiererin gelangweilt die einzelnen Kartoffeln über den Sensor, schickt mich die Tomate wiegen und fragt dann, ob ich mit dem Einkauf zufrieden sei. Ich bin so enttäuscht, dass ich kleinlaut sage, anstatt zu entgegnen, zufrieden bin ich nie, denn wer zufrieden ist, hat kein Ziel mehr vor Augen. Wie ich es eigentlich vorhatte, aber wahrscheinlich hätte sie darauf auch nur müde geantwortet. Ja, ja, genau, das haben wir in unserem letzten Lehrgang auch so gelernt. Ich trotte geschlagen nach Hause und überlege, was ich jetzt mit 10 Kartoffeln, einer Tomate, einer Tiefkühlpizza und der Bio-Zahnpasta anfangen soll. Zu Hause schaue ich mir resigniert eine Dokumentation über das Alpine Center Bottrop an, eine Anlage, die es möglich macht, im Ruhrgebiet Ski zu fahren, und bestelle dann noch einen Topf ohne Boden, der sehr praktisch ist, weil das Essen darin schneller heiß wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.